Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Warlock The Master of Arcane. So, jetzt sind natürlich da oben die Siedler gerade umsonst gewesen. Naja. Ganz umsonst waren sie wahrscheinlich nicht gewesen sein. Hornburg finde ich sehr sozial, dass er hier erstmal die normalen Gegner angreift. Sehr schön. Ach komm schon. Jetzt gib doch einfach auf. Sag einfach, du hast keine Lust mehr und mach hier einen Blödsinn, ja. Geht schon. Hör auf, hör auf. Ach, nur du Junge, ey. Wenn ich Hornburg habe, bist du dran. Das finde ich sehr sozial. Okay, perfekt. Die Forschung. Ja, die Forschung, ich habe es noch gehört, ist irgendwo fertig. Sehr gut. Genau, Fischerdorf habe ich hier gebaut. Dann könnten wir eigentlich noch eine Schenke dazu machen. Dann können wir hier mal gucken, was wir noch aus dieser Stadt machen. Was Tolles wird's eh nicht. Okay. Die Magier dürfen jetzt herüberkommen. Einmal Magier, bitte. Und, wo setzen wir die hin? Setzen wir mal dahin. Da, wo ich sie hinhaben will, krieg... Also, naja, was soll's. Ihr seid verdammt! Noch nicht. Ja. Hat da jemand Bulle gesagt? Ja, da hat, glaube ich, jemand Bulle gesagt. Also jetzt geht's der Stadt so richtig an den Kragen. Und genau so sollte es ja auch aussehen. Natürlich nur mit Einheiten, die natürlich super gut gegen Städte sind. Da sind natürlich die ein oder andere Einheit dabei, die nicht wirklich optimal geeignet ist. Einer hängt nämlich da zum Beispiel fest. Okay. Dann machen wir weiter. Darf er jetzt schon wieder den Großangriff machen? Nee, darf nicht. Das bedeutet, du darfst gleich mal in Pause gehen. Lieb. Oh. Moment, 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 Moment mal. Das bereiten wir ja schon mal vor, ne? Globaler Bann. Ja, entfernt ein Fluch. Befreit eine Fraktion von einer schädlichen Verzauberung. Mensch, das ist doch super. Also sprich, dann haben wir gleich mal den ganzen Fluch weg, wenn wir da belagert sind. Aber das passiert selten. Also von daher. Das wäre im Multiplayer eher interessant, aber ich glaube, das Spiel geht nicht mehr im Multiplayer. Naja, man müsste sich wahrscheinlich erst ein DLC dazu holen, wie es halt bei Paradox für normal so ist. Und ich würde ihn ja immer noch gerne aus der Stadt rausholen, aber so macht das keinen Sinn. Ja, was nun? Ihr geht halt mal Schritt für Schritt voran. Bauen, bauen, bauen. Hast du was dagegen? So, ihr habt eine Stadt gegründet. Eine neue Stadt wurde gegründet, Herr. Passt schon. So, ihr dürft mal rüber. Der Überweg sollte Dings sein. Eine Mission ist fehlgeschlagen. Ja, toll, super. Ich habe halt auch keinen Tempel-Dings da. Ah, die mit dem blöden Tempel da immer wieder. Beziehungsweise wir haben keinen Tempel, wo wir... Alter, wirklich keinen Tempel dort aufbauen, wo ich gerade bin. Gesehen habe ich es schon, wo ich es machen kann. Was wollten ihr? Na gut, solange die den Turm angreifen, soll das eigentlich Jacke in die Hose sein. Das ist egal. Damit können die mich nicht shoppen. Absolut nicht. Die helfen uns. Das ist ja sehr schön. Wow, fürs Nichtstun Upgrade gekriegt. Yay. Ene, Mene, Miste. Das ist halt jetzt echt so die Frage. Wir machen erst die Schamanengilde. Gut, da können wir natürlich Landschaftsabsenkung machen. Dann kriegen wir da was hin. Passt schon. So. Aber jetzt erstmal den Einzauber natürlich loswerden. Ist mal ganz klar. Oh, jetzt gibt es dann. Zumindest hier auf diesem Eidland dann auch mal gute Einheiten, was mich sehr, 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 sehr freut. Ich darf die nicht angreifen, aber die. Ach so, von Biegen. Oh, 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 das habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, sauber. Mittlerweile darf ich von dort auch schon was machen. Das ist doch mal genial. So.
jetzt nur nicht zu viel Schaden machen, sodass... Nee, nee, komm. Machen die Stadt platt und dann schicken wir ihn ganz rein. So. Ich wollte gerade sagen, wir lassen so viel Schaden übrig, wie er noch machen könnte. Rein theoretisch, aber das wäre ja lebensmüde. Okay. Okay, okay, okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier halt mal einen Markt rein. Passt schon so. Ja, dann macht das da. Die will ich ja da drüben lassen, auf jeden Fall. Mal mehr Schaden, warum nicht? Die bekommen Kraft der Einheit. Die sind ja auch nur zum Verteidigen da. Viel geschehen ist uns ja da drüben noch nicht, muss ich ja sagen. So, er wartet jetzt nur noch darauf, dass er abgelöst wird von irgendwelchen anderen Einheiten. Das könnten wir machen, genau. Krieger. Wir holen Krieger da jetzt dann auf alle Fälle noch rüber. Ansonsten... Die dürfen warten. Die dürfen das nächste Mal an Land gehen. Das ist sehr... Wow, das war knapp. Das wird eh noch lustig, was wir da bei dem Elementar da unten machen. Das wird noch Stress pur. Aber ich bin guter Dinge, dass wir jetzt einigermaßen zumindest mal Einheiten da drüben haben. Das sollte uns jetzt dann schleunigst weiterbringen. Also definitiv. Die werden wir da übrigens hinsetzen. Ich will diese beiden Mana-Pumpen haben. Goldtechnisch sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Aber mal gucken, dass wir auf die... Ich müsste mal gucken, was dann der Troll gekostet hat. Das würde mich jetzt am meisten interessieren. Dass wir einfach mal große Einheiten auch bekommen. Ja, das läuft jetzt eher nicht nach Plan. Krieg ich die verteidigt? Ich denke schon. Das wird schon. Ja, also... Da dürft ihr auch machen, was ihr wollt. Das wird nicht langen. Ganz langsam, aber sicher müsste ihm jetzt dann auch mal alles ausgehen. Hoffe ich sehr. Oh, ich sehe da was ganz Tolles im Übrigen. Erstens mal, unser Zauber ist da. Erstens, unser Zauber ist da. So, jetzt satteln. Schauen wir mal, dass wir unsere Elfinnen hier so ein bisschen verteidigen können. Das hat nicht ganz gelangt. Ja, ja. Feuerball. Weil dann, das, dann könnte ich sich selber heilen. Yeah. Befehlt über uns. Ja, ja, ich befehle über dich. So, dann darf er sich das da hier mal gönnen. Und, ja, ich kann mich noch nicht durchschnetzeln mit ihm. Wobei, das würden wir schnell wieder zurückerobern. Die Einheiten würden das allerdings nicht schaffen. 1, 2, 3. Für Ruhm und Ehre! Jetzt machen wir das einfach mal. Ich meine, hallo. Ansonsten hänge ich noch ein Weihnachten hier dran. Das geht ja mal gar nicht. So. Wir dürfen hier oben was bauen. Ja, das ist ja fast egal, was wir da machen. Bist du derjenige, den ich eigentlich meine, dass du es bist? Ne, du bist der Nahkämpfer, ne? Der Rattenprinz. 150. Naja. Den will ich nicht. Mag ich nicht. Ich bedarf in einer dringlichen Sache eurer Aufmerksamkeit. Ja, wenn du uns das gibst, warum nicht? Wir werden sprechen und Helia möge unsere Worte... Ja, Bündnis eingehen, warum denn nicht? Soll mir recht sein. Jetzt kriegen nämlich die ganzen Leute um mich herum Angst, weil ich ihn hier kaputt mache. Naja, die lachen wahrscheinlich mich aus und sagen, mein Gott, was wenn du kommst.
Wir helfen dem mal. So. Ah, ja, stimmt, die müssen noch warten. Nein, das wollte ich nicht. Was dürfen wir hier unten angreifen? Die blöden Viecher da. Okay. Ja, aha, da den Vulkan müssen wir jetzt dann auch natürlich dann noch wegmachen. Ja, gut, komm. Soll's, bleibt mir ja eh nichts anderes über. Ansonsten lass ich den mal da. Was sind das? Ach, die Fledermäuse da. Das ist immer so blöde mit denen. Heilen müsste er sich ja eigentlich rein theoretisch nicht. Und Hornburg ist sogar einigermaßen stark gesichert. Ja, würde ich sagen, gehen wir doch mal gleich in die Offensive und holen uns die nächste Stadt. Und die gehen weiter erkunden. Es gibt nichts Schöneres. Sie kosten nur 75. Das ist das, was die so schön macht. Sie haben zwar nur einen Angriff von 60, haben aber Leben von 50. Verbesserte Rüstung, Resistenz Nahkampf, Resistenz Fernkampf. Ja. Hast Eselskavallerie. Keine Ahnung, was die damit mir sagen wollen. Ist mir aber auch egal. Und ja, minus 2 Bewegungspunkte. Wirkt auf alle gegnerischen Einheiten in der Nähe. Yeah, das macht sie so schön. I love it. Okay, ich würde sagen, wir gönnen uns davon mal ein paar. Ich mag die wirklich unheimlich. Das ist, wenn man die auch mal richtig raufgeholt hat, ne, vom Erfahrungsstandpunkt her, sind die richtig fies. Wir kriegen dann auch noch statt Angriffsbonus, statt Verteidigungsbonus. Ihr kriegt Biegen nicht. Gebt's auf. Und wenn ihr noch 20.000 Einheiten daran holt. Es klappt nicht. Ich schnetzel mich jetzt durch eure Einheiten durch. Ja, ein einzelner Wolf gegen die Stadt oder was? Ja, nicht mal. Oh. Kommt sogar noch ein einzelner an. Ja, ran noch. Wollt ihr auch noch? Oh Gottchen. Seid mal nicht so größenwahnsinnig, ihr Trottel. Ich lasse meine hellen Wartenträger noch ein bisschen was über. So. Wir dürfen bauen hier drüben natürlich. Ja, machen wir Nahrung. Nahrung ist eigentlich immer gut. Kürbiszucht, okay. Gehöft, okay. Kornspeicher, okay. Dann machen wir die Schenke dazu. Am besten auch bei einem Gebietchen, wo wir ein bisschen Plus haben. Hä? Aber das wollen wir hier nicht kriegen. Ja, dann machen wir halt Geld. Geld ist immer was Gutes. Was haben wir denn da? Markt. Gut, dann machen wir da einen Handwerkszirkel hin. Was soll's. Fruchtbarkeitsmachung. Ja, ich hätte vielleicht erst den Zauber wirken sollen, dann gucken sollen, ob ich da nicht vielleicht... Ich bin doch ein Idiot. Sorry, muss ich ja mal so sagen. Ja, kann ich mir nicht leisten aktuell. Ah, kann man sich doch echt nur fragen. Meine Güte, Kabu, Hirn an. Was kann ich dafür, wenn die Reihenfolge so blöde gemacht wird? Kann ich doch nichts dafür. Da ist das System dran schuld. So. Die kriege ich da nicht rein, ne? 1, 2, 3. Warum? Ah, weil da immer noch Einheiten stehen. Mensch. Das ist jetzt ärgerlich. Nicht doch. So. Also nicht, dass ich jetzt Schiss hätte oder so, aber eine Einheit da drin stehen zu haben, dürfte wahrscheinlich nie verkehrt sein. Resistenz ist eigentlich schon mal ganz... Nein, das wollte ich nicht. Resistenz ist eigentlich immer eine gute Sache. Wo schnetzle ich mich mit denen durch? Jetzt erstmal hier oben. Und mach dabei natürlich gleich mal ein Level Plus. Das ist sehr gut. Ja. Ah, Goblin Hall, das werden wir uns noch lange aufheben. Schildschlag.
Eiserner Wille. Ich weiß nicht mehr, was das war. Wir machen das mal. Das Schiffchen hier. Erste Batterie. Gnomen-Siedler. Naja, da waren Gnomen-Siedler. Der wollte da siedeln. Ich glaub's ja gar nicht. Okay, die Damen dürfen auch mal dazu kommen. Oh, eins hätten wir sogar noch. Das ist doch sehr fein. Wir können die nämlich anfangen. Na? Zu heilen. So, das doch. Hat doch geklappt. Die dürfen... Ach so, die durften ja immer noch. Stimmt ja, genau. Ich habe die ja nur nicht da reingekriegt, weil da Einheiten im Weg standen. Ja. So. Die Fledermäuse könnten mittlerweile eigentlich auch mal wieder angreifen. Die wechseln sie direkt. Das wäre ja auch nicht so schlimm. Ob wir jetzt neue Stadt gegründet. Soll egal sein. Die beiden haben Frieden geschlossen. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Weil wir jetzt könnte er rein theoretisch zu uns sagen, pass auf, du, wir beide haben ein Bündnis. Achso, ja doch, hat gepasst. Ich wollte gerade sagen, wer will da einen Feuerschlag machen, dass die Fledermäuse weggehen? Aber das waren ja unsere Fledermäuse. Und so war es eigentlich schlecht, dass er den Feuerschlag gemacht hat. Egal. Die Frage ist halt, ist das Elementar noch dort? Wo ist der Drache eigentlich hingeflogen? Das würde mich auch interessieren. Da haben wir Fragen. Auf jeden Fall, wir brauchen diese Stadt. Und da brauchen wir natürlich noch ein paar Einheiten dazu. Da werden wir uns vielleicht... Ja gut, da warten wir, bis die Hellebarden da sind. Ihr habt eine neue Anfrage erhalten, Herr. Ja. Wenn wir irgendwann mal hinkommen... Aschar hat eine Frage an euch. Nein. Mensch, frag doch nicht da und so blöd. Echt mal. So. So. Das Schöne ist, wir können dann die Verteidigungseinrichtungen hier dann auch beidseitig weggreifen. Wir werden eh mal eine zusätzliche Runde brauchen, wo wir unsere ganzen Truppen dann heilen. Nein, vergeben wir nicht. Ihr seid Mörder, keine Heiler. So, ganze Einheiten hier irgendwo noch? Ich dürfte nicht angreifen, ich wollte gerade sagen. Da war ich wahrscheinlich sogar bei einer falschen Stadt. So. Und so. Was da will ich nämlich auch noch gerne haben? Dieses Lavafeld. So, welche Einheiten sind denn da? Ach ja, die, wo ich jetzt nicht mehr brauche. Ja, wobei, wir holen sie mal rüber. Schussfang ist eigentlich immer gut. Das wird es nicht bringen, ne? Außer die Stadt ärgern. Wir bleiben genau hier stehen. Oh, bleib du mal da stehen. So, was haben wir denn dazu? Steigert die Resistenz des Zaubernden gegen Nahkampf und Distanzschaden. Nachblinkzeit 5. Okay. Und das bedeutet... Verbleibende Züge fünf. Okay, jetzt darf der halt nichts machen, aber soll uns recht sein. Einigermaßen... Damit kommen die. Wo sind mir die denn hin? Ich will die halt ungern verlieren, ne? Muss ich sagen. Weil die eigentlich schon fast so stark sind, ne, dass die. Ach so, ja, stimmt, genau. Wenn ich natürlich schon bestehenden Einheiten habe, kann ich die natürlich dann auch direkt schon upgraden. Da war doch was, genau, jetzt wo ich nämlich den Stern gesehen habe. Das funktioniert natürlich nur, wenn man die Einheiten dann auch schon normal bauen kann, beziehungsweise rekrutieren kann. Kostet natürlich dann auch immer wieder. Vorteile, sie behalten ihren Rang. Müsste ich dann mal, wenn ich die Krieger wieder finde, zeigen. Ach, guck mal, der ist auch noch frei. So.
Hallo? Die waren schon, oder? Siedler. Siedler. Die Siedler von Katan. Nein, nicht wirklich. Nekropolis. Na gut, da geht es immer noch schön hin und her. Die Städte werden auch nicht besser, ne? Irgendwo, ja, hatten wir schon. Ah, genau. Nee, bei den Kriegern fehlt mir das noch genau. Das habe ich nämlich schon ein paar Mal gesucht. Das ist mir jetzt ein paar Mal schon aufgefallen. Wo ich mir dann denke, sollte man vielleicht mal machen. Ja, das sollten wir auf alle Fälle mitnehmen. Das da hier nicht. So, eine Runde geht noch. Und dann soll es das auch gewesen sein. Da haben wir zumindest Biegen und Hornberg schon mal gut bekommen. Neuort hoffe ich, dass wir auch lange genug verteidigen. Da greift er ja ordentlich an derzeitig. Mit Biegen ist das sich auch gerade nicht so nach. Und ich habe schon gerade am Sound gehört, wie haben wir denn Aufstieg irgendwo bekommen? Ihr habt eine neue Anfrage erhalten, Herr. Ja, die Anfrage ist bestimmt voll interessant. Nur? Also wir können, ja gut, wenn halt kein anderes Gebiet da ist, ich muss halt mal dran denken, mal ran auch da irgendwo einen Berg drumherum zu setzen. Vielleicht macht das auch hier so irgendwie. Mal gucken, wie wir das machen. Das ist ein bisschen kompliziert hier an der Stelle natürlich. Hier drüben dürfen wir auch natürlich bauen. Das ist sehr schön. Machen wir mal, was haben wir denn da? 3, 4, also 7. Ja, dann lohnt sich das Finanzamt doch schon. Schön wäre es natürlich, wenn wir da irgendwas gehabt hätten, noch mit Gold Plus, aber was soll es? Okay. Hier drüben. Da würde ich gerne das da noch aufbauen. Das ist noch nicht mal so verkehrt. Und das da könnten wir dann abreißen. Irgendwann mal später. Oh. Toll. Super. Yeah. Weil wir den auch hinbekommen. Mist. Ja, so ein Pech aber auch, ne? Ich habe das jetzt mit Absicht gemacht, weil wir können nicht ins Minus gehen und so hätten wir nur 160 verloren. Das hätten wir nicht geschafft in ein paar Runden. Der ist ja da hinten überall. Weiß der Geier wo noch? So. Zum Ersten. Das ist natürlich jetzt toll, dass wir hier voll den super geilen Krieger, mit dem wir jetzt gerade mal einen Gegner nach dem anderen niedermähen können. Wird schon. Regel 3, gehorchen. Ich habe bestimmt schon mal gefragt, was ist Regel 1? Widerspreche niemals Kabulator. So. Wenn wir doch mal so langsam aber sicher hier Nägel mit Köpfen machen und ihn mal einfach in die Schranken weisen. 1, 2, 3. Dann haben wir immer noch ein paar Züge über. Das war jetzt vielleicht gar nicht so schlau, was ich da gemacht habe. An den bleiben stehen, Gott sei Dank. Amüsieren wir uns. Im eigentlichen Sinne. Im eigentlichen Sinne könnten wir ja hier unten alle sammeln, dann könnten wir das nächste Mal St. Mausberg angreifen. Das ist er. Okay, Kolbenschlag, Nahkampf, Bewegungspunkt. Kolbenschlag klingt lustig und mach mal heile. Hier drüben sind meine Hellebarden bereit. Das bedeutet, wir brauchen den Meta-Teleport. Dann holen wir die schon mal hierher. Tja, das wird dann lustige Sache werden. Nicht für den Gegner, aber das ist ja egal. Ach, guck mal, da ist dann schon die Küste. Ist ja cool. Das bedeutet, wir kommen von da oben von der Insel. Dann haben wir die Insel eigentlich fast nur für uns. Das ist doch schon mal von Vorteil. Der Schamane kann rekrutiert werden. Das ist sehr gut. Der kostet halt auch mal 160. Aber immerhin. Die Stadt eingenommen, wieder zurück. Ja, die haben halt ihren Spaß, würde ich sagen. Die beiden sind wieder im Krieg. Das gefällt mir am besten. Ja,
Ah, ich finde, die haben auch so einen geilen Text, ne? Na? Träger der Hellebarde. Stolz und bereit. Nein, das war auch nicht. Wächter von Hellebardal. Ja, Wächter von Hellebardal. Warum auch immer. Wächter von Camouville heißt das eigentlich, mein Freundchen. Okay, da war die Schamanendings fertig und Handwerkerviertel und die Mana-Fahle ist fertig. Sehr schön. Okay, es ist langsam dieses Voranschreiten, aber immerhin, wenn wir jetzt dann die Hellebartenträger hier rüberholen, so nach und nach, wenn sie fertig sind, werden wir hier schön durchmarschieren. Da wird hier hinten wahrscheinlich noch so 5-6 Städte haben können, maximal. Und ich glaube, wenn wir die Hauptstadt vernichten, ich bin mir nicht sicher, war der dann weg? Ich weiß es nicht. Wir werden es auf alle Fälle sehen. Die Hauptstadt wird natürlich extrem hässlich. Und da werden wir dann vorher nochmal einen ordentlichen Sauber reinhauen. Und ansonsten schauen wir mal, wie wir hier die Gegend machen. Rannoch schaue ich nochmal nach, wie wir das am besten machen, wenn halt schon Gebäude dort sind. Ja, ich kann auch Sachen wieder abreißen. Mal gucken, wie wir es machen. Vielleicht mache ich hier hinten auch noch ein bisschen Land dazu. Es soll ja immerhin ein schöner Garten sein. Und mal gucken, wie wir es hinbekommen. Okay, Achso, das sollte mein Tempel bauen. Okay. Ich glaube, das sind diese Gegenden da. Heiliger Boden, ja. Okay, das ist es. Müssen wir also mal schauen, dass wir den hier hinbekommen. Aber da ist ja irgendwo noch dieser blöde Elementar. Das wird noch hässlich. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ich hoffe doch sehr, wir sehen uns das nächste Mal wieder. In diesem Sinne, Baba.